Die Kollegin Sabine Leidig hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Steuerjohann, Sie haben recht, es gibt sicher wenige Bereiche, wo die Übereinstimmungen sozusagen quer durch die Fraktionen so groß sind. Aber trotzdem sind wir längst nicht zufrieden mit der Situation und es gibt auch ein paar fundamentale Unterschiede. Deutschland ist nicht nur der größte Waffenexporteur, sondern auch einer der weltgrößten Autoexporteure und auch Autos sind lebensbedrohlich. Man muss sich die Dimensionen mal deutlich machen. Täglich fallen auf dieser Welt im Autoverkehr 3000 Menschen zum Opfer, jeden Tag. Das sind so viele, als wenn jeden Tag 10 vollbesetzte Jumbo-Jets abstürzen würden. Vielleicht erinnern Sie sich, dass Ende Januar die öffentliche Debatte aufgenommen hat, das schlimme Zugunglück bei Hordorf, das dort passiert ist, als ein Güterzug und ein Personenzug zusammengestoßen sind. Dabei sind 10 Menschen getötet worden und 18 Menschen wurden schwer verletzt, einige so schwer, dass sie nie mehr ihr gewohntes Leben führen werden können. Aber auf den Straßen Deutschlands werden jeden Tag 10 Menschen getötet, mehr als 10 Menschen, und jeden Tag 200 Menschen schwer verletzt. Ich glaube, bei keiner anderen Verkehrsart würden wir akzeptieren, dass jährlich tausende Menschen ums Leben kommen oder schwer verletzt werden. Stellen Sie sich vor, jede Woche würden 100 Leute im Bahnverkehr umkommen oder es würde jeden Monat ein vollbesetzter Passagierjet abstürzen. Ich glaube, der Bahn- und der Luftverkehr wäre aufs Höchste in Frage gestellt, nicht so beim Autoverkehr. Richtig ist, dass seit vielen Jahren Verbesserungen stattfinden. Das ist auch wirklich sehr gut. Aber ich glaube, es ist auch an der Zeit, und die Zeit ist gut dafür, eine andere Perspektive auf das Problem einzunehmen. Sicherheitsgurte, Airbags, Ampeln, Schilder, Warnsysteme, Helme sind alles wichtige Maßnahmen. Aber es sind alles Maßnahmen, mit denen die Menschen sozusagen an den Autoverkehr angepasst werden. Ich glaube, das Entscheidende wäre eigentlich, die Autogefahr zu bannen und in diesem Bereich energisch abzurüsten. Der erste und wichtigste Schritt der Abrüstung ist Entschleunigung. Die Autos müssen langsamer werden. Unfallursache Nummer 1 ist überhöhte Geschwindigkeit. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass man in Europa 140.000 Unfälle vermeiden, 20 Milliarden Euro sparen und 6.000 Menschenleben retten könnte, wenn die Durchschnittsgeschwindigkeit nur um 3 km/h abgesenkt werden würde. Es ist bekannt, dass das aggressive Fahren unterstützt wird dadurch, dass auf den Autobahnen kein Tempolimit stattfindet. Die meisten Menschen, die von einem Auto mit 30 Stundenkilometern erfasst werden, überleben diesen Unfall. Wenn sie mit einem Auto, das 50 Stundenkilometer drauf hat, konfrontiert sind, dann sterben die meisten. Das ist ein gravierender Unterschied und das kann man nicht wegwischen. Ich finde, wenn es um Leben und Tod geht, muss man Tempolimits durchsetzen. Man kann da Aufklärungskampagnen machen. Man kann auch Prüfaufträge erteilen, wie das die SPD vorschlägt, aber es ist nicht nötig. Die Fakten liegen auf dem Tisch und selbst der Wissenschaftliche Beirat zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, den sich der Bundesverkehrsminister leistet, empfiehlt ganz eindeutig Tempolimits. Es ist eine einfache Maßnahme, die nichts kostet und die ausgesprochen wirksam ist. Wir brauchen maximal 120 Stundenkilometer auf den Autobahnen und in den Städten Regeltempo 30. Es gibt längst Mehrheiten in der Bevölkerung, die einsehen, dass solche Geschwindigkeitsbegrenzungen sinnvoll sind und dass sie letztlich allen nützen. Die Straßen werden sicherer, Umwelt und Klima werden geschont, ein ganz relevanter Faktor. Und die Lebensqualität in unseren Wohngebieten wird verbessert. Und da bin ich auch bei der zweiten Abrüstungslinie, die ich wichtig finde, die übrigens ganz viel mit Freiheit zu tun hat. Ich bin immer wieder überrascht, wie Sie sich, die Herren von der FDP, für die Freiheit der Autofahrer einsetzen. Aber Sie reden überhaupt nicht über die Freiheit der Kinder, auf den Straßen spielen zu können, über die Freiheit der Fahrradfahrer, dort unbehindert fahren zu können, wo sie hinwollen, über die Freiheit der Menschen, überhaupt die Straßen zu benutzen. Das finde ich ausgesprochen skurril. Und
Ich muss Ihnen mal eine Geschichte erzählen. In meinem Wahlkreisbüro im Odenwald kam neulich eine junge Mutter an, die erzählte, dass sie ihre beiden Jungs, die 8 und 10 Jahre alt sind, jeden Tag mit dem Auto 2 Kilometer ins nächste Dorf in die Schule bringt. Warum? Warum fahren die nicht Fahrrad? Weil es zu gefährlich ist, sagt die Mutter, weil es keinen Radweg gibt, weil die großen LKWs durch die Ortschaft drängen und weil es einfach zu viel Autoverkehr gibt. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Wohnorte, die Städte, Umwelt und Verkehr und menschenverträglich umgestalten, dass diejenigen, die nicht motorisiert sind, Raum bekommen und unter unseren Schutz und unsere Freiheitsansprüche gestellt werden, dann können wir es schaffen, dass die Vorherrschaft der Autos aufgehoben wird und dass tatsächlich Räume entstehen, in denen Lebensqualität und Sicherheit auf die Straßen zurückkommt. Kollegin Leidig, achten Sie bitte auf das Signal, Sie sind schon über die Zeit. Mein letzter Satz. Die Linke steht für radikale Abrüstung und das gilt auch im Straßenverkehr. Alle.